Gibt es eine Fähigkeit, die du gerne hättest? So schnell rennen wie ein Ninja. Manchmal sollte man echt schnell weg. In welchen Situationen? In solchen zum Beispiel. Hey Freunde, wir sind hier auf der Comic-Con Dortmund und mit dabei habe ich den Lukas. Moin. Welches Cosplay hast du hier gerade an? Sononawa. Eren Jäger. Also Armin? Genau. Wie findest du Armin? Levi. Okay. Neben mir habe ich die... Jeanne? Ja, Jeanne. Wie Jeanne? Jeanne d'Arc. Ich dachte Jeanne. Nein, Jeanne. Du hast es immer falsch ausgesprochen. Ricky, wir kennen uns ja jetzt schon ziemlich lange. Ja. Ich weiß alles über dich. Ja. Leider. Aber die Zuschauer wissen nicht alles über dich. Okay. Wie oft hast du schon Gon genagelt? Nein. Stalkst du Gon? Nein. Also mein Google-Suchverlauf darf man nicht gucken, aber nein. So, ich spiele nur eine Rolle, Jungs. Chillt mal. Aber Killua? Killua geht klar. Neben mir habe ich Traveler. Was? Fischl. Hallöchen, hast du farbenblind? Und Tsubasa und Sora. Hi. Wieso Maid Cosplay? Weil ich mich sauwohl da drin fühle. Es ist auch kein bisschen kalt. Gestern und heute jeweils eine halbe bis dreiviertel Stunde draußen gestanden. Ist alles noch da, wo es hingehört. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bist du nicht dieser Wolf Red? Nein, ich cosplay Yui. Tut mir leid, keine Fotos. Gott, ich will auf jeden Fall ein Interview machen mit dir. Sehr gerne. Mein Hass-Anime. Ich mach mich sehr unbeliebt jetzt, aber ich mag Dragon Ball nicht. Das war das Interview. Das heißt jetzt nicht, dass ich die schlecht finde, aber die wecken bei mir halt nicht dieses Feeling. Ja, die holen mich nicht ab. Da wäre zum Beispiel leider, Gottes, die Welt wird mich da verhassen, Jojo. Snap meins. Ja, da kann dein Herz so viel bluten, wie es will. Demon Slayer hat mich auch nicht abgeholt. Meinst du das jetzt ernst? Ja. Demon Slayer. Ja. Tanjiro, Nezuko, Nezuko-chan. Ja, mega nervig. Holt mich gar nicht ab. Und Tanjiro, finde ich, ist einfach nur ein verweichlichter Jammerlappen. Anime-Charakter, den du hast. Ich gucke keinen Anime. Wieso schaust du kein Anime? Weil ich irgendwie dann keinen gefunden habe, der mich interessiert hat. Und generell bei Serien habe ich oft keine Lust dann mehr zu gucken nach der zweiten Folge, weil ich vor allem, wenn die Folgen zu lang sind. Welche Anime hast du denn schon ausprobiert? Ich habe Yuri on Ice geguckt, ich habe Free geguckt. Wenn man sowas anfängt, dann kann man auch nicht Anime gucken können. Yuri on Ice, wer guckt das? Viele Menschen, Yuri on Ice ist nice. Du hast keine Ahnung. Menschen mit Kultur gucken das. Ich glaube, danach habe ich irgendwie das Interesse verloren. Hätte ich auch bei diesen Anime. Gibt es eine Waifu, für die du simst? Die einzig wahre. Rias Gremory. Seto Kaiba? Nein. Also es gibt coole Waifus, ne? Gon. Boa. Ja, Gon. Boa, Gon. Boa. Und Robin. Ino. Bulma aus Dragon Ball. Nein. C18. Ja, C18, aber nicht Bulma. So, am Anfang der Serie war okay. Also C18 ist so mehr Crush. Ja. Aber Bulma ist so... Nein. Okay. Sayaka Kisaragi aus Blatzi. Kann ich nichts mit anfangen, den kenne ich nicht. Es ist eine sie und sie ist mein absoluter Lieblingscharakter. Meine Waifu seit 3 Jahren ungefähr. Da du sagst Waifu, also bist du bi. Ja. Ein bisschen bi schadet doch nie. Dein Lieblingsanime? Yu-Gi-Oh! Spielst du selbst mit Karten? Ja, natürlich. Spielst du auch Yu-Gi-Oh! Auf dem Handy? Ja. Süchtig? Ja. Gibst du viel Geld aus für Merch? Ja. Wie viel ungefähr? Pro Monat so um die 500, 600 Euro. Sag nein zu Fortnite. Nein zu Fortnite. Sag nein zu 600 Euro für Merch ausgeben. Wie findest du, dass Naruto jetzt in Fortnite ist? Davon wusste ich nicht, dass es in Fortnite existiert. Finde ich traurig. Okay, Albedo, wie teuer war das Cosplay? Ich glaube, das war circa 120 Euro. Okay. 180 Euro mit Shippingkosten. Das sind einfach nur Einzelteile eigentlich. Also nicht so teuer, bestimmt nur 50 Euro. Du warst die Person, die es geschafft hat, im Video von Kurono zu sein. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor meinem Leben. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Passt auf euren Ochin-Chin auf. Bis dann und... Ja, Mama, bitte hilf mir. Oh, was denn, Pai, wo bist du? Ey, nicer ass, Mann. Was ist danach noch passiert? Nichts, ich habe ihm ein bisschen den Arsch versohlt. Trägst du dieses Maid-Cosplay auch einfach mal so in der Wohnung? Meine Wohnung muss ja sauber sein, natürlich. Weißt deine Eltern davon, von diesem Fetus? Ja, meine Mutter und mein Vater wissen davon. Die helfen mir auch manchmal beim Filmen. Krass. Gibt es eine Fähigkeit, die du gerne hättest? So schnell rennen wie ein Ninja. Manchmal sollte man echt schnell weg. In welchen Situationen? In solchen zum Beispiel. Teleportation. Ich würde einfach nach Japan fliegen und nie wieder zurückkommen. Wait a minute. Teleportation. Fliegen und nie wieder zurückkommen. Will sich einfach nur zu Gon teleportieren, ihn nehmen und dann über irgendwo hinschicken. Nein. Mich unsichtbar machen. Was hättest du damit vor? Jeden Tag die Schule schwänzen. Wenn du fliegen könntest, könntest du einfach wegfliegen und sagen, scheiß auf Schule, ich kann ja, fliegen. Ja, dann könnte ich auch Zeitreisen. Was würdest du dann machen? Auch die Schule schwänzen. Warum schwänzt die nur Schule? Ich mag Schule nicht, es ist anstrengend dahin zu gehen. Kann ich dich fragen, auf welche Schule du gehst? So schlaue Schule, also Gymnasium? Schlaue oder? Schule, genau. Ich gehe auf einer Berufsschule. Was machst du gerade? Hauswirtschaft. Ah, okay. Also kannst du gut kochen?
Nein. Gibt es bei dir einen Anime-Charakter, den du gerne auf die Erde jetzt holen würdest? Seto Kaiba. Was würdest du mit ihm machen? Kein Kommentar. Puh, da kommt es halt drauf an, welche man... Guck mal, ich könnte jetzt... Es ist gone, das Interview ist beendet. Baby, ich will mehr von dir, hab dich jetzt gerade anvisiert. Von dir bin ich so fasziniert, wegen dir grad so irritiert. Nein. Ehrenlos. Ich hab das von Shizu geklaut. Cool, ich hab ein Schwert. Sehr schön. Willst du auch mein Schwert? Aber nicht das hier. Also wie ihr merkt, Freunde, der Rikimaru ist nicht nur in seinen Videos ziemlich... Was? ...unkontrolliert. Auf süß.